Hallo und herzlich willkommen zurück zu Winkelchen, meinem kleinen Laden, an dem ich mich gerade finanziell erhole. Diese fünftägigen Gelder, die wir da abdrücken, sind schon enorm hoch. Das heißt, wir müssen richtig mit dem Verdienst reinhauen. Und ich würde gerne ein weiteres Regal bauen. Das Geld dafür haben wir. Jetzt ist die Frage, welchen hatten wir? Großer verzierter Tisch. Den hatten wir nicht. Wir hatten den für 280 und den werde ich auch wiederholen. Weil ich den passend zu meinen alten oder zu meinen jetzigen Regalen ganz ideal finde. Na, zu weit, ne? So, ein bisschen weiter rüber, sodass sie da auch rankommen. Und dann werden wir hier gleich mal ein bisschen bestücken. Brot, Artischocken, und dann werden wir hier gleich mal noch ein bisschen was herstellen. Diese Dreherei, wenn man die Tasten nicht richtig trifft. So, das und das. Und auch hier werden wir noch mal Hosen, Schuhe, Kleider, okay, nicht genug Ressourcen fürs Kleid. Wie jetzt? Ach, die kriegen jetzt Seide. Die Kleider auf der Stufe haben jetzt Seide. Aha. Das ist ja krass. Okay, habe ich gar nicht vorher mitbekommen. Nun gut. So, haben wir hier noch Platz drin? Hier haben wir noch Platz drin. Und hier haben wir auch noch Platz drin. Dann machen wir nochmal eine schöne Axt, schönen Hammer, Schuhe und Tunika. Bestellen können wir, wollen wir? Ja, wir wollen. Weil wir müssen Geld verdienen. Wir müssen dringend Geld verdienen. Ach ja, da war jetzt, wir brauchen ja jetzt Seide dazu. Naja, stimmt. Holz, Artischocke, Brot, Tunika, Getreide, Spargel, Eisen, Gott sei Dank nur 5, Schuhe, Hammer, Bohnen, Seide 3-mal, Käse, Mistgabel, Kleider und dann ist empty. Mehr Geld haben wir nicht zur Verfügung. Auf geht's! Wir müssen Geld verdienen. Grain, warte mal, Grain. Grain. Und hier. So, Holz haben wir genug. Hammer. Kartoffeln. Blumenkohl. Ja, anders geht das nicht, leider Gottes. Blumenkohl. Schuhe, Kleid,
Blumenkohl. Torf haben wir nicht. Bohnen. Spargel. Brot, ja. Natürlich das, was ich nicht habe, wird geholt. Eine Hose habe ich leider auch nicht mehr. Mistgabel, Kartoffeln. Das ist ja bedauerlich. Brot, Käse habe ich leider auch keinen mehr. Hammer, Artischocke. Ja, Seide habe ich, aber würde ich ungern weggeben wollen. Hammer. Und ein Regal-Upgrade. Nein, das kann ich jetzt, kann ich mir leider noch nicht leisten. So. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Obwohl wir uns ein neues Regal geleistet haben. Oh, der Winter, es fängt an zu schneien. Oh, ist das herrlich. So. Artischocken geerntet. 2 Stück. Auch da hat sich das erhöht. Und hier einmal gießen. Spargel einmal gießen. Dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen was herstellen. Und hier jetzt Hose für das Kleid mit Seide, Schuhe und Tunika. Genau. Somit sind wir wieder am Ende unserer Ressourcen zur Produktion. So, wollen wir uns noch was leisten? Ja oder nein? Ich glaube ja. Ein bisschen Käse etc. brauchen wir definitiv. Leinen 8 Stück. Holz, Artischocken. Obwohl, Artischocken brauchen wir nicht. Brot, Tunika. Denn wir müssen tatsächlich auch günstige Sachen im Angebot haben. Schuhe, Hammer, Bohnen, Seide, Käse, Mistgabel, Kleid, Torf, Axt, Äpfel. Blumenkohl und Hose können wir uns wieder nicht leisten. Aber so könnte es funktionieren. Haben wir hier noch was frei? Nein. Also, Ware haben wir genug. Ich hoffe auch die richtige. Apfel. Hier nochmal ein Käse. Spargel willst du? Hab ich nicht mehr. Das ist schlecht. Seide. Tunika. Schuhe. Die Händlerin des Dorfes ist schon weg. Mistgabel, Artischocke, Mistgabel, habe ich noch eine? Kleid, Seide, Spargel, wo ich den auf einmal her habe, keine Ahnung. Blumenkohl habe ich leider nicht. Ja, Blumenkohl habe ich leider nicht. Dafür aber noch jede Menge andere Waren.
Das sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Auf jeden Fall können wir die 630 bezahlen. Und dann sind wir schon wieder... Dann sind wir schon wieder out of money, ne? Aber irgendwie finde ich das krass. Wie sollen wir uns da jemals weiterentwickeln? Da wäre ich auch noch nicht so schlau draus. Weil wir können ja nie auf den Händler vertrauen, ne? ...756 in 5 Tagen. Irgendwie ist das wirklich... sehr, sehr viel. Ich weiß, dass wir damit miese machen, aber woher sollen wir die Waren kriegen? Das ist ja... Ja, kein Geld mehr. Das ist natürlich blöd. Blöd, blöd, blöd. Getreide. Schuhe. Hammer, Bohnen. Seide. Ja, geht halt nicht anders. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ein neuer Tag. Neues Glück. Wir haben jetzt wieder 3 Events hier offen. Überlebe 3 zufällige Ereignisse. Ich denke mal, die werde ich nicht überleben können, wenn ich immer das Spiel verlasse. Keine Mistgabel da. Sorry. Das ist bedauerlich. Ja, das ist genauso alles überteuert, ne? Das ist genauso alles überteuert, wie als wenn wir das bestellen. Äpfel. Käse habe ich leider nicht. Blumenkohl. Schuhe, Hose, Tunika, Brot, Seide, Artischocke, Hammer, da, Axt, Kleid. Das mit dem Restlichen kann ich leider nicht dienen. Mit dem Rest kann ich leider nicht dienen. Gut. Wir haben nicht schlecht eingenommen, dafür, dass wir so wenig Waren kaufen konnten. Aber zufrieden bin ich natürlich nicht. Kartoffeln. Zack. Und Spargel gießen. Wir haben 4 Tage Zeit. Ich würde gerne
Was kosten diese Pflanzkästen? 125. Na komm. Hat eine Friemelarbeit. So, und da pflanzen wir jetzt Blumenkohl. Und dort pflanzen wir jetzt Spargel. Ah, nee. Ja, egal. Der andere Spargel wird irgendwann fertig werden und dann werden wir da Bohnen einpflanzen. So. Des Geldes haben wir nicht mehr genug. Ich würde sagen, wir verkaufen, was wir haben, auf die Gefahr hin, dass wir nicht zufriedene Kunden haben, in der Hoffnung, dass wir jetzt beim Dorfhändler ein bisschen mehr erreichen. Käse wird gebraucht. So, Kartoffelsamen wollen wir nicht. Kartoffeln, Holz zweimal, Tunika, Hammer, Bohnen, Blumenkohlsamen brauchen wir nicht. Käse nehmen wir dreimal mit und somit können wir hier Käse reinmachen, Bohnen reinmachen. Äpfel haben wir leider keine. Wir haben gelevelt. Hammer. Und wir haben ein Ereignis überlebt, so wie ich das sehe. Käse, Tunika, Käse, Holz und Holz. Das ist alles, was wir haben. Mehr ist leider nicht möglich. Blumenkohl brauchen wir dringend. Tuniken, ja. Alle aufgekauft. Ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Obwohl wir tatsächlich nicht so viel hatten, haben wir doch eine Menge Geld verdient. Und ich bereite jetzt noch einmal den Laden vor. Doch den Verkauf starte ich erst in der nächsten Folge. Es wächst und gedeiht, das ist schön. Irgendwann werden wir das auch schaffen, nach draußen zu bauen. Was wir kaufen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Leinen 7 und Eisen 4. Das bestelle ich, weil ich da die Sachen selber herstellen kann. Und dann wird tatsächlich nochmal beim nächsten Mal beim Dorfhändler bestellt. Hosen, Schuhe, Kleider. Wach, Kleider fehlt die Seide.
Ja gut, aber eigentlich könnte ich ja noch mal gucken. Eine Seide bestellen. Eine Seide bestellen oder drei. Das muss ich mir immer merken, dass ich mir da auch immer noch ein bisschen was an Seide bestelle, damit wir das Kleid auch herstellen können, ne? So. Dann machen wir hier mal noch die Hosen rein. Ein Kleidchen. Werden auf jeden Fall alles schon verteilen, was wir haben. In der Hoffnung, dass ich mir merken kann, dass wir auch nur diese Waren verkaufen. Einmal Seide können wir hier mit reintun. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Schreibt mir einfach mal, wie ich es machen kann, dass ich ausreichend Geld verdiene, außer dass ich die Attraktivität hochschraube. Denn wenn die Attraktivität hochgeht, kommen mehr und besser betuchte Kunden, die ich aber nicht bedienen kann, wenn ich keine Ware habe. Von daher, wenn ihr einen Tipp, einen Trick oder irgendwas wisst, schreibt es mir einfach unter das Video. Ich würde mich freuen, auch über eine Bewertung. Daumen hoch, Daumen runter. Das zeigt mir, wie ihr mich und meine Videos findet, ob ihr das Let's Play gut findet, das Video gut findet oder eben halt auch nicht. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao und bye bye.